Das Bündnis gegen Rechts Magdeburg erinnerte am Mittwoch, dem 9. Mai, mit einer Mahnwache an den Angriff auf die Elbterrassen und den dabei von neonazistischen Skinheads ermordeten Thorsten Lamprecht. Vor 26 Jahren starb der 23-jährige Thorsten Lamprecht an seinen tödlichen Verletzungen nach einem Skinhead-Überfall auf die Elbterrassen, hier an diesem Ort. Damals war schnell die Rede von Auseinandersetzungen unter Jugendlichen, von sinnloser Gewalt und den Folgen des gesellschaftlichen Umbruchs in der Wendezeit. Symptomatisch für die damalige Debatte über rechte Gewalt war eine weit verbreitete Entpolitisierung. In der allgemeinen Rede einer angeblich sprunghaft zugenommenen Jugendgewalt trat der Kontext der Tat in den Hintergrund. Kaum zur Sprache kamen systematische Versuche von Neonazis, Migrantinnen und Migranten und alternative Jugendliche einzuschüchtern, zu bedrohen und zu vertreiben. Kaum zur Sprache kamen die Umstände, die Thorsten Lamprechts Tod ermöglichten und begleiteten. Die organisierte Vorbereitung des Überfalls, das Versagen der Polizei und jener Politiker, die die Schuld am Überfall den Punks zuweisen wollten. Thorsten Lamprechts Tod war ein bestürzender Einschnitt in der Entwicklung rechter Gewalttaten. Und doch spiegelte er zugleich ihre Kontinuität. Bereits in der Endphase der DDR war Magdeburg für seine rechte Szene bekannt. Fußballspiele waren die Bühne für neonazistische Inszenierungen, für Hitlergrüße und Beschimpfungen des Gegners als Juden. Der Fall Lamprecht ist kein Einzelfall. Erinnert sei hier zum Beispiel an die Himmelfahrtskrawalle 1994, Frank Böttcher 1997 sowie Rick Langenstein 2008. Von der Bundesregierung werden deutschlandweit ca. 150 Todesopfer rechter Gewalt genannt.